Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Das ist Server. leer. Und heute liest uns der Kai vor. Also heute mitspielen tun der Topsi 21, der Sebastian, der Pascal 2410, der Paul HD, der Gamecraft, also ich, Moritz, Philipp und natürlich der Guten. Und Lexirali. Moin. Und Fleisch. Und Sebastian. Ach ja, Fleisch haben wir vergessen. Moritz, lass mich als erstes ran, bitte. Und die lila Kuh. Ja, die hab ich, lila Kuh haben wir vergessen. Lila Kuh, macht die auch mit? Wo liest ihr Ich muss das ganz ehrlich sagen, von allen Sachen, die ich bis jetzt auf Gamescom, wird man ja immer richtig überhäuft mit Spielen. Was weiß direkt ich, bei LS sie, meistens mit alten Add-ons und so. Aber von allen Sachen, die ich geschenkt bekommen habe auf Gamescom in den letzten 2 Jahren, fand ich mit Abstand am besten die kleine weiße Kuh vom Farming Simulator. Topsi. Ja, davon hatten sie auch nicht Kuh so viele. Warum bekommst du da so eine geschenkt und andere nicht? Jeder kriegt die da geschenkt, du musst nur Glück haben, die schmeißen die einfach in die Menge zwischendurch. Habe ich Na, halt einen aufgefangen. Kopf, ne? Am geilsten war ja Arctic, mit seinen 2,10 Meter hat er sich halt direkt mal ein Mauspad geangelt. Da hatten die anderen alle keine Chance. Jetzt fahr los! Ich hab ja jetzt aufgehört mit YouTube. Geradeaus nicht ja. zurück. Nun, wie groß bist du? Ich bin ungefähr knapp unter 1,80, glaube ich, 1,78 oder sowas. Ach, da bin ich ja größer als du. Guten, ja, wie ich lange bin hast so groß. Du noch? Wie lange? Da bin ich ja fast schon größer. Wie viele Teile möchtest du eigentlich noch Let's Playen vor? Also LS 18 oder 17 oder 16, keine Ahnung. Was? Wie lange würdest du noch? So lange, wie es Spaß macht. Gut. Also ich hab da jetzt nicht so einen Counter und noch 100 Videos, dann höre ich auf. Also, sondern so lange wie Spaß macht, mache ich Videos. Drisch, und dann vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn ich keinen Spaß mehr dran habe. Guten, weißt du genau, warum Arctic aufgehört hat? Ja, hat er doch in seinem Video erklärt. Musst du dir mal angucken. Du, wann kommt denn die Folge? Das kam, glaube ich, letzte Woche. Anfang dieser Woche kam das, glaube ich, Montag. Ich meine jetzt die, die wir aufnehmen. Irgendwann nächste Woche. Mittwoch, oder? Ja. Könnte sein. Auf welches Feld soll ich jetzt mit der Gülle? Auf 1. 41. Ja, 41. Alle beide Fässer sind leer. Und jetzt könnte ich mal langsam. Ah, ich finde so, es macht Spaß, wenn man mal eine richtige Wiese hat, wo man ein bisschen was zu mähen hat. Wo es auch wirklich mal lohnt. Ich kann das nicht aufhören. Also ich kann nicht schön, auf welcher Wiese bist denn du? Kann derjenige keine Ahnung. Schlüter mal. Wieso? Oh, wer stellt denn da einfach einen Schlüter ab? Ich sag nur eins, beide Gülle sind leer. Kann der nicht auffüllen? Nennt man das. Aber ich find, guck mal, das Mähen, das ist einfach so richtig schön geschillt, da hast du deine Ruhe. Vor allen Dingen ist es zügig, man hat einen schönen Schlepper. Und man sieht auch viel von der Landschaft, weil diese Wiesen und so weiter ja auch mit den Büschen. Ah, da ist das ist halt was du vom Feld aus manchmal nicht so mitbekommst. Schulz. Ja, das war, glaube ich, ein typischer Lexi, würde ich jetzt mal so einschätzen. Zur Info, das war das nicht Lexi? Biogasanlage hinten, diesmal nicht. Das ist noch 36% voll. Bei mir sind nur 93. Da hat aber einer einen schwachen Versuch vorgelegt. Ja. Bei den Gamern. Jetzt wird's aber interessant. Ich kann das nicht. Jetzt kommt der Rübs-Wettbewerb. Wer ist am lautesten? Leute. Ich kann das nicht mal. Wenn das so richtig gezwungen kommt, ist das so richtig. Ist das irgendwie und eklig? Und der eine kotzt direkt. Blubbert schön, ne? Der eine aber versucht direkt auch mal und kotzt direkt. Och, Leute, ey. Okay, jetzt geht's los. Ganz stark. Ey, du, ich hab einen Namen für diese Folge hier. Der Fußwettbewerb. Ich glaube, ich nenne die Folge Ich will woanders sein. Ich glaube, Pascal. Ja, jetzt eskaliert er richtig. Ich glaube, den mute ich gleich. Ich hab nichts getan, jetzt mehr am Schluss. Sag dann die farbige Unterhose. Das war jetzt wieder. Da kam aber Land mit. Also, okay, langsam reicht's. Spielfelderweiterung.
Du hast ganz schön fleißige Mitarbeiter. Wir tun schon um 6 Uhr morgens arbeiten. Ja, ja. Hier wird durchgearbeitet. Kein Problem. Ich bräuchte einen Kipper, Pascal, mal bitte. Ich bräuchte einen Kipper bei Feld 28. Was hat denn Pascal schon wieder angestellt? Er spammt mich gerade, während ich Gülle drucke. Ich komm grad stinkt das jetzt so hinter dem nach der Aktion gerade? Ja, Alter, hat den Betrag versenkt. Warte mal. Kannst du gleich abtanken. Ich kann dich gleich wieder auffüllen. Bisschen. Guten, fällt dir was auf? Ja, was denn? Immer heißt es Pascal, Pascal, Pascal. Ja. Ja. Ja, er macht scheint ein ganz schlimmer Schuff zu sein hier. Der Pascal. Pascal ist ein richtiger grüner Schlumpf und die. Das ist ein grüner Schlumpf und die Grünen sind ganz schlimm. Okay. Es ist wie eine lila Kuh. Hat einer von euch lila Kuh sind sehr umgänglich und machen Milker. Och Leute. Jetzt so langsam ist echt mal gut. Der gerade. Ja, Lexi. Hast du Eurofishing? Spur bist du denn gerade auf der? Du Eurofishing hast. Nee. Ich hab Eurofishing. Also auf der Reihe, die gerade angefangen wurde. Habe ich auf der Gamescom bekommen. Die gerade angefangen wurde. Da schon, ist da jetzt draußen. Die erste, die da gerade noch frei ist. Ja, ich hab das ja schon seit der Gamescom. Ja, genau. Könntest du einen Kipper, weil fällt 8. Ich mach jeden zweiten Reihe. Nicht abladen. Sagt der Schwaderfahrer, der zu früh anfängt zu schwadern. Hahaha. Warte mal, Warte mal, Eurofishing fängt mit E an. Oh, wo ist so weit scrollen? Ja. Wo schwaderst du gerade? Ach, du fährst also doch nur mit 15 km/h? Stimmt, hast du. Okay, weiß ich nicht. Kai, wo bist du? Wo schwaderst du? Wiese 11. Kann jemand zu 28 kommen, hier abladen? Das 28. ist ein Kackdeutsch. Hast du schon 10 Minuten gedaddelt? Gut, bist jetzt so froh, dass ich dich vorher lassen hab. Ja. Eigentlich sollte ich dich hier wegjagen, bis ich fertig bin mit Man. Mir doch egal, ich war da jetzt weiter, ja. Also das Kuh-Silo ist jetzt mal halb leer. Fast halb leer. Kuh macht Mu. Wie findet ihr eigentlich den Stall bei der Sosnovka? Ich finde den für die Standard-Maps eigentlich relativ geil, mit den langen Fahrsilo und so. Ja. Sebastian, ich hab nicht was Gold drin. Was, Lexi? Sebastian, du nimmst doch immer diese Kartoffellager für deine Traktoren, ne? Ja. Nein. Es kam nur Kartoffeln in Frage. Kannst ja. du mal an Feld 41, da steht ein Krampe-Bandit oder irgendein großer Krampe-Kipper, den mal zurücksetzen oder irgendjemand soll den mal wegfahren. Weil der steht mitten auf dem Feld ohne Traktor. Oh, den kann ja mal einer abholen. Weil wenn der nicht verbuggt ist, möchte ich den eigentlich nicht zurücksetzen, dann kann man den ja abholen. Okay, weil sonst begegnet er uns später beim Güllegruppen. Das wäre natürlich auch ungünstig. Boah, ich freue mich ehrlich gesagt total auf morgen, aber ich darf gar nicht verraten, wieso. Doch. Aber ihr werdet es Mitte nächster Woche merken. Und ich glaube, es wird richtig cool. Warum? Es hat was mit Sosnovka zu tun. Guten, wenn alles planmäßig läuft, haben wir einen sehr besonderen Gast dabei. Guten, Freddy. Nicht Freddy, kein anderer YouTuber. Lexi. Guten, machst du nächste Woche Sonntag ein Video? Nimmst du da auf? Kann gut sein. Weil da hast du ja Geburtstag, oder? Einmal kein anderer. Ja, stimmt. Kanal was? Ja, aber jetzt hast du nämlich ein Video mit Nico erzählt. Ja, das habe ich wieso. Ich hab daraus eigentlich nie ein Geheimnis gemacht aus meinem Geburtstag. Guten, darf ich mähen? Auch ich möchte die Wiese eigentlich noch gerne fertig machen. Mal gucken, okay. Was ich dann mache. Guten, kann sein, dass Lexi und ich noch die einzigen Admins hier auf dem Test sind. Nein. Gibt noch ein, zwei mehr. Aber ich dachte, das wäre wieso mal ganz sinnig, das ein bisschen zu reduzieren, weil teilweise, desto weniger Leute, desto besser kann man sich da halt auch absprechen und so weiter. Ja, aber ich finde, Was noch mal, ich hab nicht zugehört. Ja, LS-Admins sind eigentlich in letzter Zeit ein bisschen zu wenig. Da müsste man nochmal drüber nachdenken. Kann man Bewerbung reintrauen. So. Müssen wir mal schauen, wie wir das in nächster Zeit machen. Wie soll man eine Bewerbung schreiben, wie ich die mal geschrieben habe? Hast du eine mit Lebenslauf abgesendet? Ja. Irgendjemand hat nämlich wirklich auch mal, aber das war einer von den Jüngeren, der war so 13, 14. Der hat sich mal beworben mit Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und allem. Das war ganz cool. Ich hab Lebenslauf, Bewerbungsschreiben. Soll ich dir Glück empfehlen? E-Mail-Programm auf. Gesendet. Der hat auch so richtig Familienstand ledig und so.
Guten, sollen wir dann wirklich sowas auch machen, sowas mit Lebenslauf? Nein, nein. Aber ihr sollt halt irgendwas schreiben dann halt im Endeffekt. Ja, wer ihr seid und so weiter, wie ihr vielleicht zum LS gekommen seid, wie lange ihr das schon macht, was eure Gründe sind, warum ihr Admin werden wollt, sowas halt. Und das sollen wir dann... Das muss ja nicht viel sein, aber was weiß ich, so 5-6 Sätze oder so. Das sollen wir dann an die Sache setzen, Pascal kann wegfahren. Und das können wir dann an die Sache schreiben, wo auch die Mods reingeschickt werden sollten. Ja, Nudelhaul, Lebenslauf. Okay. Mach ich dann heute Abend. Ja. Ich auch. Wie alt muss man das sein? Mein Gibt Name es eigentlich kein Mindestalter? Ich bin geboren am 20.01. Geburtsort. Anschrift. Telefonnummer juckt kein. E-Mail-Adresse müssen. Okay, das ist 6 Rallye 0 Leute. Blablabla, scheiß drauf. So weiter. Wir wissen dann es jetzt. Dann mache ich das heute. Mache Deutsch, Staatsangehörigkeit. Ich mache nachher Deutsch, nach der Aufnahme Religion, sofort. Blablabla, will keiner wissen. Grundschule. Nudelholzschule, backen will gelernt sein, weiterführende Schule, schwing den Löffel, kochen will gelernt sein. Alter, was hab ich da hingeschrieben? Ehrlich? Junge, das mach ich heute. Sebastian? Da hattest du aber mächtig Glück mit der Bewerbung. Okay, Leute, ich geh da mal auf, ne? Ach, da, Arbeit auf dem TS. Jo. Wir sehen uns im Gamecraft, was hast du gemacht? LS Server Admin, was hast du gemacht? Uns VIP. Ich war gerade am Brechen. Esse so gerne Fleisch. Okay, ciao, ne? Hab ich dein Alter, was hab ich denn geschrieben? Nee, ich überlege gerade, wohin ich war. Du kannst auch gerne den Schwaderfahrer unterstützen und mal tauschen. Moritz, kannst du mich mal aufladen? Ich hab nur noch 8%. Paul, oder? Ich glaube, wohin? Wo ist denn mal schön? Ja. Moritz, du bist hier noch schlechter anfahren als Pascal. Oder auch, ja, ich hab gerade Stempel gehört. Server-Admin kann man eh nicht werden. Admins brauchen wir im Moment nicht. LS-Admins müssen wir demnächst mal wieder schauen. Da brauchen wir, glaube ich, können wir auf Dauer doch mal wieder ein bisschen aufstocken. Also Beste ist eigentlich alles Admin. Für was soll man sich denn dann bewerben? Für LS oder für TS? Für LS. Dann ist der Schlüter langsam mit dem Strom. Das mache ich dann heute Abend. Ja, du, das ist glaube ich, jeden, egal, wann du es machst. Ja, ja. Wenn du es machen möchtest, dann mach es mal. Und dann müssen wir mal schauen. Ein, zwei Leute wären, glaube ich, da auf Dauer doch mal sinnvoll. Aber ich glaube, da gibt es auch noch eine Warteliste. Ich muss mal mit Max Crafter reden, der hat das immer im Blick. Ich habe eine Warteliste? Ja, ich glaube, es gibt eine Warteliste. Auf jeden Fall gab es mal eine. Philipp! Ja? Ich tanke dich nochmal auf, wow. Weil ich hab nur noch 10%. Sorry. Warte mal, bis ich am Ende der Bar bin, weil auf dem Feld möchte ich gerne nicht eigentlich, dass du mit dem LKW rumfährst. Ach gut. Bin ich ein bisschen übertrieben. Ich war ja schon bei mehreren Aufnahmen bei, ne? Ja. Und ich habe jetzt ein neues Headset, hört es sich da an? Ich würde sagen schon, aber ich habe nicht genau mehr im Kopf, wie dein altes klang. Auf jeden Fall klingt es nicht verkehrt. Was du jetzt hast. Hört sich mein Headset an? Oder wie ich gerade spreche? Wie immer. Normal. Und bei mir ist es so. Wie immer ist auch eine sehr präzise Aussage. Finde ich auch. Ich glaube jetzt super. Dann nochmal nach... Ich glaube jetzt nochmal nach der Aufnahme dann. Also jetzt ist ja die zweite. Danach habe ich glaube... War ich glaube in 8 Aufnahmen bei. Insgesamt. War vielleicht jetzt schon in meiner... Weißt du, wer am meisten dabei war? So. Ich. Ich. Achso, ja. Ich glaube, ich war... Also wenn ich alle Community-Server zusammenzähle, alle Folgen, dann dürfte ich so auf 500 dabei. Folgen kommen in den Dreh. Ah, von den Usern her... Ich war auf welcher Wiese bist du? Ich wollte Richtung Wiese 19 fahren. War vielleicht... Boah, ich glaube, ich mache einfach mal eine kleine Tour durch die Map gerade. Vielleicht war... Ich glaube, ich war jetzt schon vielleicht bei 50 Folgen dabei. Die Map ist echt cool und detailliert dafür, dass sie so groß ist. Du bist leer, oder? Guten. Ja. Kannst du kurz aussteigen? Ich möchte noch zu der Wiese fahren. Was okay, ist denn weil ich hier möchte da mitfahren und da muss ich nicht weggehen. Achtung, Kai! Sag, wenn du ausgestiegen bist. Ey, dieses City-Condomic-Dingsbums kommt ja schon am 2. raus. Aber ich fand das auf der Gamescom ehrlich gesagt nicht so doll, aber ich bin generell von dieser Spieleart nicht so der Fan. Was gibt's denn noch? Ja.
Feld 27 sieht gesund aus. Was ist denn da passiert? Spallender. Weil da ist ganz schön viel reingeschnitten. Och man, manche können halt einfach nicht fahren, ne? Aber gut, da hast du recht, die Map ist wirklich sehr schön detailliert. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die viermal so groß ist wie eine normale. Ja, eben. Hey, tut mal weggeschlagen. Und ich find's cool, dass die Straßen teilweise auf der Karte nicht so richtig drauf sind, beziehungsweise nicht so gut erkennbar. Bist du schon dort, ja. Guten? Das ist irgendwie cool. Das ist, man kann sich so ein bisschen überraschen lassen, wenn man lang fährt. Könnte man noch einen dritten Ladewagen kaufen? Oh, kein Gülle. Nee, wir brauchen keinen dritten. Also? Der andere ist voll. Kann ich Gülle fahren? Kai? Hm? Kann ich mit dem Case fahren? Warten wir. Ja. Jemand okay. Könnte mal wieder den Güllezubringer fahren. Na, ich würde gerne Gülle ausmachen. Gut, welche Wiese fährst du hin? Eigentlich will ich zu, warte mal. 19, ja. Nur der Weg dahin ist ein bisschen verworren. Aber ich sehe gerade noch was anderes. Wir sind nämlich schon wieder in der Überlänge. Wir sind heute mal wieder flott, ne? War es jetzt eigentlich schon die dritte oder vierte Folge? Das ist die zweite. Zweite. Auch. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.